Und ja, ihr könnt ich denke, ja das den packen Lauf wir schon. überspringen, wenn ihr unser Klappern nicht hören wollt. Das geht nach nicht. Genau, wir könnten ja ein paar Witze jetzt hier reinbringen, oder? Solange wir laufen. Ja, aber manchmal. Hast du einen guten Witz? Wie mein Chuck Norris Witz im Battlefield 3, der war ja richtig geil. Mir fallen eigentlich gerade nur so Ding-Witze ein. Schwarzer Humor. Oh, es wird rot. Es wird Tag. Wenn irgendwann machen wir das auch mal noch mit Zombies, wenn wir so richtig ausgerüstet sind. Ah, die Alpen kommen, jetzt kommen sie. Jo, ihr seht's. Das wird jetzt eine steile Bergtour, Jungs und Mädels. Aber was hier auch cool ist, Meine du Freunde. springst jetzt nicht Jo. nur hier einen Block hoch oder zwei wie in Minecraft, sondern ich glaube drei sogar oder vier. Auch viel. Na, hat vier leider, glaube ich. Nein, ich Das glaube ist hier zwei. nicht so. Jumper across map, Alter. Alter, uns ist jemand beigetreten. Schmeiß ihn mal raus. Was ist das für ein Peter, Alter? Ah, Kaido hat sich jetzt zugemacht. Und falls Wir machen es. Abonnenten dieses Spiel auch haben oder Zuhörer, sendet uns einfach eine Nachricht. Ihr könnt mit uns spielen, aber ihr müsst uns voranschreiben. Und ihr seht, ich fühle es jetzt auch gerade ein bisschen. Es ist viel leichter als früher, diese Berge hier hochzugehen, weil man einfach hier hoch kann. Wie ihr seht, ich muss nicht springen, ich kann einfach dagegen laufen und gehe hoch. Das macht es viel leichter hier, weil sonst muss man die ganze Zeit springen. Ah, bla bla bla. Und ihr seht, hier gibt es auch Höhen und so. Ihr seht den Ausblick. Alter, gerade gedacht, ich fliege in der Höhle. Ihr seht, der Ausblick da vorne ist der Rio. Dann gehen wir nicht mal direkt dahin und erscheint. folgen. Ja, das wird Bin wohl ich kein jetzt besseres in Leben. Luft drin, ne? Ach, Opfer. Ihr seht, Ich dass baue es ein bisschen richtig Iron noch ab. scheiße ist. Allein aber, das ist auch geil gemacht mit diesen Bergen, also. Mike, baue auch noch ein bisschen Iron ab. Ach, genug. Hey, ich komme da nicht hoch. Warte, ich komme gleich wieder. Und da geht der Mike mal kurz. Autsch. Also wir sind schneller wie Mike. Das. Oh, das folgt jetzt noch auf uns. Da. Oh. Die Kumpels von meinen Schwestern nicht hier reinkommen. Sonst mute ich dich halt mal. Also sie sollten halt zu YouTube sagen. Servus Fringy und so weiter. Lässt mich jetzt runter. Lässt mich jetzt runter. Oh ne, da kommen noch mehr. Ja. Nee, das ist eigentlich die längste Zeit, dass diese Berge da zu überqueren. Ja. Meinst du nicht den grünen Stein, wo hier überall verlagert ist? Dieses Copper Ore? Nein, kann sein, aber ich glaube nicht. Warte, ich kann mal gucken, wie man heißt. Für diese Alien-Waffen meinen wir gerade. Ja, es gibt C4. Echt? Alter, ich hab die Waffen gar nicht. Wie geht denn das, Mike? Wie kann ich da gucken? Dann ha? Bei den ganzen und dann einfach bei den ganzen Sachen durch. Aber irgendwie finde ich gerade auch nicht die Waffen, wo ich vorhin gesehen habe. Oh, das ist die Laserpistole. Ach, das ist Space Go. Diamond und Iron. Ihr seht's, hier gibt noch eine Submachine Gun. Gold Submachine Gun, die sind dann besser, halten länger. MGs, Laser Rifle und so ein Zeug. Ihr seht's, das Spiel hat was zu bieten, Leute. Kauft's euch. Es leckt zwar manchmal ein bisschen, aber für so ein Spiel kann man doch nichts Besseres erwarten. Wow, da wurde ich gerade irgendwie.
Zack, 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 zack. Autsch, 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 autsch. Und ihr seht, das ist jetzt Snow, kein Sand mehr. Also, wir sind bei 2000 Metern angelangt. Glückwunsch für uns erstmal. Jetzt geht's noch 1000 Meter weiter. Wow. Oh, das habe ich früher kast, so tiefe Schluchten, da kam ich nie wieder raus. Das war voll lustig. Und ihr seht da schon, ist das Gold? Nein, es ist kein Gold. Bitte. Stell dir vor, so leicht wäre das Leben, halt. So als Bergsteiger, so ein bisschen Iron, also Eisen ausgraben, dann irgendwie 3000 Meter laufen und dann irgendwie Gold, Diamant ausgraben, wäre doch nicht schlecht, oder? Zack, zack, zack. Und ihr seht es, es hört nicht auf. Und ich werde so gespannt. Nächstes Mal beim Commentary schließe ich alles, dass mich niemand nerven kann und so. Verstehe ich. Servus, Fringy. Und ja, was geht sonst so bei euch? Schreibt mal, ob ihr das Spiel schon kennt und noch nie gesehen habt. Leute, oh, jetzt kommt. Ich muss leider mein Headset ausstecken, weil gerade Freunde von meiner Schwester da sind, weil ihr nicht hört. Ja. Mein Vater hat zwar auch gerade Besuch, aber ich bin halt cool und lasse das Headset drin. Die hören jetzt gleich fette Musik, also da würdet ihr nur noch Musik hören. Also solange es gute Musik ist. Jetzt, ihr seht's, es wird flacher. Mike, wie weit bist du? Rein einfach hier. Ja, Teleportomy, Biatch. Ihr seht, die Grafik ist sehr geil. Das ist einfach super. Jetzt kommen wir zu Eis. Ihr seht Eis. Gibt's eigentlich Wasser? Nee, nur Eis, gell? Ja. Hey. Stopp. Nein, nein, es gibt kein Wasser. Ihr seht Eis. Wir hätten es gleich geschafft. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es 3000 Meter waren oder ob es 3500 waren. Ich hoffe, das waren 3000. Okay, gut. Ich frag mich, wer das erfunden hat, weißt? Wer ist so sinnlos und rennt da einfach mal 3000 Meter rum? Der hat doch keine Hobbys. Also ich glaube, das hat Lukas und Jan. Ja, die haben es doch mal gegoogelt, oder? Weil Google findet alles, weißt? Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, man, wie er die ganzen Minecraft-Figuren googelt. Ja, wir können auch mal gerne unsere Minecraft-Spiele zeigen, was wir da gebaut haben. Aha. Mit diesem Kreativ-Mode. Fantastisch. Ja, das gibt es ja auch, aber ich verstehe nicht, weil hier, da kriegt man keine Items und so. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Also, du musst es abbauen, dann kannst du unendlich verstehen, aber das verstehe ich nicht, du kannst auch nicht fliegen oder so. Also in dem Spiel jetzt nicht, in Minecraft. Jo, servus Atmos. Wir sind jetzt schon zwei Tage gereist. Wir haben jetzt noch eine Facebook-Seite mit 6 Likes. Das ist fantastisch. Das ist echt fantastisch. Oh, jetzt kommen wir hier zu Stein. Was ist das? Space Rock. Vielleicht ist hier auch irgendwo dieser grüne Stein versteckt. Aber wir gehen mal weiter. Ja, das kann man nicht abbauen. Geil, das haben die neu gemacht. Tatsächlich. Also ich denke, die meisten werden das hier überspringen, wenn wir hier hinlaufen. Es wird nichts viel Interessanteres geben als Sand und Schnee und Berge. Würde ich auch empfehlen. Ja. Weil das echt nicht lustig ist. Ja. Wir sind überhaupt nicht lustig, wir haben nichts drauf. Ab dem Berg sieht man es dann. Aber wir haben trotzdem 39 Abonnenten. Aber das war auch heftig. In 3 Tagen, ich glaube jetzt 3 oder 2 Abonnenten. Ja, und das hat uns voll geflasht, Alter. Ich hab gefeiert, ey. Ja, guck, da hinten ist es. Ich hab Party gemacht, also Party hart auf dem Hart, verstehst?
Guck, da hinten ist schon diese Welt. Ja, wir erreichen die 3000 Meter und ihr seht überall. Überall ist einfach sowas verteilt. Einfach querbeet. Und ihr seht da diese leuchtenden Steine. Okay, ihr seht hier, hier wird's noch mehr. Oh, das sieht geil aus, Mike. Alter, was ist das? Das sieht aus wie so ein Kolosseum. Zeig mal, warte. Teleportomie. Da unten ist der grüne Stein, Mike. Jo, komm mal her. Alter, was ist das? Keine Ahnung. Da unten ist der grüne Stein auf jeden Fall. Das ist dieser Stein, den man nicht ab. Den Space Rock habe ich doch gesagt, dass das da verschwindet. Wie geil. Das ist ja voll Chuck Norris, Alter. Okay, wenn wir da runter sind wir wahrscheinlich kaputt. Deswegen probieren wir es nicht. Und diese in Anführungszeichen Lavasteine kann man mit Diamanthaken abbauen. Ihr seht hier Gold. Das bauen wir jetzt mal ab. Zack. Ja, ja. Und zu den neuesten Gerüchten, Julians Blog und dieser SpongeBoss, das soll ja angeblich San Diego sein. Ganz persönlich, ich finde irgendwie schon, dass es San Diego ist, weil es die Fakten, wo da so auf den Tisch gelegt werden, das ist eigentlich ziemlich deutlich. Und es kommt ziemlich cool rüber, dass das der wäre. Und es wäre ziemlich lustig, wie Julian dann gedemütigt wird, wenn der da gewinnt. Und dann sagt, dass er San Diego ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das wäre richtig lustig. Ihr seht, wie schnell ich gerade einen anderen Stein abgebaut habe. Das geht ganz gut mit dieser Hacke. Ihr seht. Okay, was habe ich gerade für einen Stein abgebaut, Alter? Aber voll schwach. Und haben wir euch zu viel versprochen? Das ist doch einfach fantastisch, was wir hier machen. Und ja. Wir bauen jetzt ein bisschen für euch ab. Nein, es ist doch nicht hier runtergeflogen, oder? Ihr seht, bam, kaputt. Und sehe ich da Diamant? Hinter dir ist Diamant, gell? Kann man die mit Iron abbauen? Ah, muss man die Golddinger machen. Also to craft. Dann bauen wir mal die goldene. Mike, hast du noch Ding? Ah, ne, warte. Wo ist es? Ich brauch Sticks, ich hab Sticks. Auch Iron. Für eine Goldpickaxe brauchst du Iron. Okay. Ey, die da oben lacht mich aus, weil ich 12 Knödel gegessen habe, Alter. Das so Essen von der Oma schmeckt halt, oder Mike? Mike? Gib mir recht. Wo ist die scheiß Pickaxe jetzt, Mann? Das regt mich so auf. Gerade hatte ich sie doch. Hä? Achso, die ist jetzt oben. Da wird dann gleich angezeigt, was man bauen kann. Und das baue ich jetzt mal. Und put die mir da hier für das Messer rein. Und nehme das mal. Bam, 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 bam. Sodle, erste, zweite, dritte, hoffentlich finden wir noch einen vierten dahinter und oh, Chopper Ohr. Jetzt probieren wir mal das blaue hier abzubauen.